Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Arena Battles. Wir haben heute ein interessantes Duell zwischen unserem Gift-Arena-Leiter René und zwischen Julian, der hier mit Kalibern wie Suicune, Knackrak. Ach ja, meine grüne Mappe. Erstmal ausgraben. Lange nicht mehr aufgenommen. Echnatol, Psyana, Bisaflor und einem Janira-Antritt. Das war ja dieses mega eklige Defensiv-Team. Und ob René dieser heftigen Defensive etwas entgegenzusetzen hat. Das, meine Freunde, werden wir hier an dieser Stelle herausfinden. Ich hoffe doch mal, dass René diesen Kampf irgendwie für sich entscheiden kann. Hoffen wir es. Es kommt als erstes Sunny, das gute alte Janira, gegen Klaus. Das kann gut sein, denn Klaus hat bisher noch nie etwas reißen können. Jetzt kommt er dazu, endlich mal Schwertanz einzusetzen und wird paralysiert. Oje, oje, oje. Aber wobei, ne? Es bekommt durch Temposchub immer Initiative noch dazu. Das heißt, es könnte irgendwann die Paralyse, die ja um 75% den Wert reduziert, tatsächlich irgendwie ausmerzen, ne? Also wenn es jetzt noch zweimal eine Wertsteigerung bekommt, wäre das schon... Und es ist paralysiert. Och, ist das bitter. Ist das bitter. Temposchub von Klaus wirkt noch einmal. Jetzt wäre Schutzschild vielleicht eine gute Idee. Keine Ahnung, es kommt der Feuersturm. Es ist bisher immer verbrannt. Klaus ist immer verbrannt. Dieses Mal wäre es egal. Jetzt kommt der Vielender mit gepushtem Angriff. Aber das reicht gegen Garchomp nicht aus. Und er kommt nochmal die Rauhaut durch. Jetzt nochmal der Temposchub. Wenn Klaus jetzt ein Schutzschild besitzt, dann muss das raus. Er besitzt es, hat es versucht, ist paralysiert. Und Klaus ist nach wie vor vom Pech wie verfolgt. Es tut mir so leid um Klaus. Klaus ist ein so starkes Pokémon, das so viel reißen könnte. Aber es... Nie kommt es dazu. Mann, jetzt kommt Toxiquark, was sicherlich mit einem Tiefschlag agieren wird. Julian rechnet damit und wechselt aus. Und dafür kommt Sunny wieder rein. Das Janira, das den Tiefschlag natürlich ohne Probleme parieren kann. Toxiquark wird zurückgerufen, damit es wahrscheinlich nicht paralysiert wird. Und dafür kommt Zadao. Ja, okay. Das kann die Donnerwelle auf jeden Fall sehr gut resisten. Und da kommt der Wechsel. Also gegen Janira sollte er vielleicht immer mal wieder Nidoking reinholen. I don't know. Was macht Nidoking jetzt? Hat er mit Suicune irgendwie gerechnet? Haut er jetzt eine mega mordsmäßige Attacke raus, die Suicune an den Rand seiner KP knüppeln wird? Ich glaube, das war gar nicht so ein mächtiges Suicune, wenn ich mich erinnere. Ja, es kriegt gut Schaden. Jetzt wechselt er aber Nidoking aus und geht auf Cobra. Okay, Cobra resistet Wasserattack natürlich sehr gut. Allerdings geht Suicune auf Gedanken. Ich hasse Suicunes, wenn ich die sehe. Weiß ich nicht, die sind genauso schlimm wie Panzer-Aerons. Die sind genauso schlimm. Mann. Oh je, oh je. Der zweite Gedankengut, wenn jetzt ein Dracometeor kommt, wird er schon nicht mehr so viel ausrichten. Es kommt ein Dracometeor. Wie viel macht das jetzt noch? Ich meine, Tandrak hat immerhin Anpassung. Das heißt, Dracometeor hat eine immense Stärke. Ja, okay. Es wird jetzt wahrscheinlich eine Erholung kommen. Ja, ich hätte ausgewechselt. Ich hätte hundertprozentig ausgewechselt und wäre risky auf Nidoking gegangen. In der Hoffnung, dann mit drei Schlammwogen das Ganze zu beenden und eben zu hoffen, dass... geht auf Dunkelnebel. Das ist vielleicht doch nicht schlecht. Jetzt sind alle Statusveränderungen weg. Also, das heißt, Suicune ist nicht mehr gepusht und Tandraks Spezialangriff ist nicht mehr gesenkt. Das ist richtig gut gewesen. Jetzt kommt wahrscheinlich die Verbrennung. Ne, kommt sie nicht. Okay, und er geht auf Schlammwoge. Wie viel macht das? Nicht so viel wie ein Draco. Und jetzt den Draco-Meteor hinterher und er haut Suicune raus, glaube ich. Er ruft Suicune zurück. Ey, GG. René, GG. Guter Zug. Er ekelt das Suicune hier einfach raus. Dadurch, dass er so mächtig war. Und jetzt kommt der Draco-Meteor. Der wird selbst einem Bisaflor wehtun. Vor allem, weil es höchstwahrscheinlich das Mega ist. Und wenn das schon mal so viel Schaden kassieren muss, ist das bitter. Ich würde, glaube ich, drin bleiben, oder? Drin bleiben und noch einen Draco-Meteor raushauen, ja. Vor allem, weil, na, Tandrak ist scheiße langsam. Er wechselt raus. I don't know, ob das die richtige Entscheidung war. Er geht auf Toxiquark, jetzt kommt der Bisaflor Nid und damit wahrscheinlich die Synthese. Gut, wenn Bisaflor schneller ist, und das wird es wahrscheinlich als Tandrak, dann war der Wechsel vielleicht die richtige Wahl. Könnte so sein, Synthese.
Wie kommt der jetzt... Dieser Floor ist ja nochmal so ein defensives Monster, ne? Wie kommt der jetzt dagegen an? Also wir kennen, glaube ich, Julians Stil schon sehr gut. Eine Icy wird halt gut resistet durch die Speckschicht von Mega Bisaflor. Und da kommen die Egelsamen, die glücklicherweise abgewehrt werden. Toxicroak kann noch einen Icy draufsetzen. Und Bisaflor kommt wieder mit Synthese. Ach, komm schon. Ich weiß gerade gar nicht, wer schneller ist eigentlich. Wer als erstes dran ist mit seinem Zug. Habe ich gerade keinen Überblick mehr, ob Toxicroak jetzt angreift, im zweiten Zug. Oder ob das gerade der nächste Zug ist. Habe ich den Überblick verloren. Bisaflor geht auf Erdbeben. Okay. Wird Toxicroak überleben, oder? Überlebt es. Und da wird der nächste... Würde der nächste Icy kommen. Er wechselt wieder raus, damit Suicune und Bisaflor schon relativ am Ende. Ja, gut. Kann er jetzt Suicune irgendwie finishen? Jetzt kommt erstmal ein Icy wahrscheinlich, ja. Jetzt ist die Frage, kriegt er es irgendwie gefinished? Jetzt mit Toxicroak? Es trägt den Beulenhelm auch noch. Das ist natürlich richtig gemein. Er muss zurückrufen und er wird wieder auf Tundra gehen. Und wenn Julian damit gerechnet hat, dann hätte er vielleicht sogar Suicune rausnehmen können, aber er lässt Suicune drin. Und jetzt kann der nächste Draco-Meteor kommen. Ah, Suicune ist schneller und setzt Gedankengut ein, okay. Natürlich ist Suicune schneller, ganz klare Sache. Hätte sogar nochmal auf Erholung gehen können, aber wobei, das hätte ihn in ziemliche Schwierigkeiten wiedergebracht. Hier den Weiß ich nicht, ob es so Sinn macht, sich zu pushen, wenn man im Dunkelnebel gegenübersteht. Der Draco-Meteor, vielleicht reicht er jetzt nicht. Aber jetzt kommt wieder Dunkelnebel und von Suicune muss die Erholung kommen. Kommt sie auch. Und damit sind wir im Prinzip wieder an der Situation angelangt, wo wir vorhin waren. Jetzt kann wieder eine Schlammwoge und wieder ein Draco-Meteor kommen. Letzten Endes, wenn das jetzt aber ewig so weitergespielt wird, wobei er aber dieses Mal nicht mehr auf Mega Bisaflor wechseln kann, weil es dann durch den Draco-Meteor stirbt, dann wäre es tatsächlich so, dass der Draco-Meteor irgendwann leer geht. Und das wäre ein Problem. Jetzt kommt Sunny, die den Draco-Meteor natürlich... Es kommt nur eine Schlammwoge, stimmt. Den Draco-Meteor hat er ja als zweites eingesetzt. Das heißt, er spart ihn sich noch so ein bisschen auf. Und er ruft es jetzt zurück, damit er die Paralyse nicht abbekommt. Und da kommt wieder Sadao. Und damit muss Julian jetzt eigentlich rechnen. Das heißt, wenn da eine Donnerwelle kommt, war das nicht allzu clever. Und jetzt kommt wieder der Wechsel auf wen? Alles hat schon so ein bisschen Schaden gefressen. Auf Suicune. Okay. Jetzt würde ich mit Nidoking drin bleiben. Es hat, glaube ich, noch keine einzige Runde geschlafen. Und er kriegt jetzt hier eine Free-Attacke. Eine Schlammwoge, die annähernd die Hälfte abzieht, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? Volltreffer. Okay, damit wäre Suicune jetzt down. Wird wieder zurückgerufen. Wer kommt jetzt? Bisaflor? Nee. Sunny kommt wieder. Okay, er schickt doch Sunny in den Kampf. In Ordnung. Jetzt ist die Frage, wie viel macht die Schlammwoge? Sunny wird höchstwahrscheinlich einen Evolitra... Boah, Alter. What the fuck? Es macht einfach nichts. Und, da kommen die Tarnsteine auch nochmal. Okay. Die schränken jetzt auch nochmal die Wechsel ein. Sehr intensiver Kampf bis hierhin. Viele Wechsel. Und die werden jetzt durch die Tarnsteine ein bisschen eingeschränkt. Zumindest auf Seiten von René und Anubis, der den Durchbruch pariert. Also beide spielen hier sehr gut. Jetzt kommt wieder der Wechsel. Und jetzt kommt zum ersten Mal dann die Tarnsteine zum Einsatz. Glücklicherweise ist Serapendra schon weg, weil das würde ja den Fokusgurt dann zerstören. Und Anubis setzt ein Schutzschild ein, was fehlschlägt. Anubis wird jetzt auch zurückgerufen. Okay, Pjondragi könnte gegen Sunny einiges ausrichten, gerade wenn es jetzt Shred-Tanz einsetzt. Oder einen Abschlag. Sehr gut, René, sehr gut. Damit haut er den Evolit runter und damit macht Abschlag zwar jetzt nicht allzu viel mehr Schaden, aber es passt auf jeden Fall. Ist er gewahlbandet? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber selbst wenn der Scharnierer hier nicht down kriegt, dann... Nee, ist er nicht. Er kommt mit einem Giftstreich. Wenn da jetzt noch eine Vergiftung oder ein Volltreffer drin ist, was nicht allzu unwahrscheinlich ist, dann kriegt der Sunny hier gut down. Und das sieht hier an dieser Stelle echt gut aus für den René. Er kämpft gut. Beide kämpfen gut. Muss man sagen. Aber René hat hier meiner Meinung nach die Vorteile auf seiner Seite. Zwar hat Julian Pokémon, die sich immer wieder und immer wieder und immer wieder hochheilen können, aber das... Ich wäre auf Giftstreich geblieben. Warum Abschlag? Ach, vielleicht hat er einen Wechsel jetzt erwartet. Das kann sein. Jetzt kommt die Donnerwelle. Ja, jetzt hat er ein Problem. Selbst wenn er gewechselt hätte. Giftstreich trifft, glaube ich, alle Pokémon ziemlich gut. War meiner Meinung nach ein Fehler, da jetzt auf Abschlag zu wechseln. Ich wäre weiter auf Giftstreich gegangen. Irgendwann wäre ein Volltreffer gekommen. Irgendwann wäre die Vergiftung gekommen. Irgendwann wäre vielleicht beides gekommen. Er geht weiter auf den Abschlag. Erkenne ich den Sinn gerade, ehrlich gesagt, nicht von. Giftstreich ist die deutlich bessere Alternative. Sie ist stärker, sie kann vergiften, sie hat eine höhere Volltrefferquote.
Und da kommt der Giftstreich. Aber bisher hat René, was das angeht, kein Glück. Leider Gottes. Und Sunny braucht noch zwei Geowürfe und Ryuk ist paralysiert. Meiner Meinung nach hat sich René jetzt hier mit diesem Abschlag einiges verspielt. Und er wechselt auf Nebula. Okay. Sinn erschließt sich mir noch nicht ganz. Klar, er pariert den Geowurf. Und jetzt wechselt er. Okay, es war wirklich nur, um den Geowurf zu parieren. Na gut, dann hat er es gut vorausgesehen. Wenn jetzt die Donnerwelle kommt, umso besser. Dann war das eine schöne Wechselstaffette. War gut gemacht. War wunderbar. Okay, jetzt ist er wieder bei Sadao, das mit Erdkräfte natürlich eine spezielle Attacke hat. Aber es macht zumindest schon mal etwas mehr Schaden, oder? Ich verstehe bloß nicht ganz so genau, warum er die Giftattacken nicht einsetzt, die potenziell vergiften könnten, oder? Und Schlammwoge ist doch zum Beispiel auch stärker. Vielleicht übersehe ich irgendwas. Aber meines Erachtens... Oder er wollte einfach die Schlammwoge noch so ein bisschen zurückhalten, um ihm jetzt vielleicht einen überraschenden... überraschend mehr Schaden reinzudrücken oder sowas. In der Hoffnung, dass er gedacht hat, er ist gewahlbandet oder sowas. Oder gewahlscarved. I don't know. Schlammwoge kommt. Weichei kommt. Kann Schlammwoge vergiften? Und wenn ja, warum vergiftet sie verdammt nochmal nicht? Und was hat Scharnierer überhaupt für eine Fähigkeit? Bestimmt auch sowas, dass wenn man es auswechselt, Statusveränderungen weggehen oder sowas, ne? Es ist einfach so ein Kampf, der nicht zu Ende geht wieder. Weil dieses Scharnierer nicht down zu kriegen ist. Heilige Mutter Teresa, Sadao geht down und damit auch seine einzige Resistance gegenüber der Donnerwelle. Pjondragi, nee, Toxiquark kommt, okay. Mit einem Abschlag vielleicht keine schlechte Variante, könnte aber auch sein, dass jetzt Echnatoll kommt. Es kommt der Gifthieb, okay. Kommt jetzt mal die Vergiftung. Wow! Krass! Super viel Schaden plötzlich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber gut, Scharnierer ist down. Es wird ein spannendes Match hier, meine Freunde. Toxiquark wird rausgenommen gegen Ryuk. Ah, Ryuk ist paralysiert, okay. Damit kriegt er ein Irrlicht oder sowas nicht ab. Ich dachte gerade irgendwie andersrum. Und er pariert die Psychokinese. Sehr guter Move. Schutzschild kommt jetzt hier erstmal. Das bringt im Prinzip nichts weiter, außer dass er gucken kann, was setzt den Ryuk ein. Und da kommt ein Abschlag und das kriegt er mit den wenigsten Pokémon. Resisted, denke ich mal. Er geht jetzt vielleicht auf dieser Flotte. Nee, er geht auf Knackrag und opfert es. Weil durch Rauhaut und den Abschlag wird Ryuk jetzt extremen Schaden bekommen. Und es überlebt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Er setzt Verfolgung ein. Und ist damit schneller, weil er, glaube ich, wollte er Knackrag auswechseln gerade. Und kommt deswegen mit der Verfolgung vor ihm dran. Weil Verfolgung hat nur Priorität, wenn er auswechselt, oder? Wenn ja, Alter, das war ein sehr guter Zug von René. Sehr gut gepokert. Also ich meine, er hatte keine andere Wahl mehr. Er musste auf Verfolgung gehen, auf diese minimale Chance hoffen. Aber es ist aufgegangen. Ja, Bisaflor kann sich hier leider jetzt nochmal ein paar KPchen zurückholen. Ich hoffe wirklich, dass René dieses Defensivmonster besiegen kann. Und mit Gengar hat er da, glaube ich, eine ganz gute Option. Spukball. Er megert nicht. Warum megert er nicht? Dann hätte es gereicht. Warum zur fucking Hölle hat er nicht gemegert? Damit hat er sich jetzt den Sieg verspielt, oder? Hä? War das... Hat er vergessen drauf zu klicken? Weil es macht keinen Unterschied, ob er megert oder nicht. Er hätte nur Vorteile dadurch gehabt. Der Typ ändert sich nicht. Gut. Er kann von einem Erdbeben getroffen werden, aber das ist, glaube ich, jetzt viel mehr die Gefahr. Na gut, er muss jetzt weiterhin auf Spukball gehen. Ich hoffe, er macht es auch, weil das kann die Spezialverteidigung senken. Und dann könnte er das Bisaflor auf Dauer down kriegen. Jetzt kommt das Erdbeben. Vielleicht hat er deswegen nicht gemegert, das kann sein. Nebula überlebt aber nochmal und damit kann Nebula hier Bisaflor beiseite hauen. Ein extrem langer, aber extrem intensiv spannender Kampf. Hätte ich nicht gedacht, als ich gesehen habe, dass es so viele Runden sind. Deswegen am Anfang wieder die Enttäuschung. Und jetzt ein schlafendes Suicune. Schafft es René tatsächlich? Ich glaube, ein Pokémon hat René noch, oder? Hier nach? Bin ich mir nicht sicher. Energieball kommt. Sehr effektive Attacke. Das reicht. Nice. Und das war noch nicht das letzte Pokémon, wie ich an der Rundenanzahl erkenne. Oh, oh, was kommt jetzt noch? Anubis. Oh, shit. Das ist noch komplett fit. Spukball von einem Mega-Gengar. Spezialverteidigung von Anubis ist gut, aber nicht sehr gut. Und es reicht! Jawoll!
Aber das war's immer noch nicht, oder? Das war's immer noch nicht. Er hat immer noch einen Psyander. Wie viele Pokémon hat er denn, Julian, noch? Ich dachte, oh, doch mal der Spukball. Komm schon. Das reicht doch, oder? Und Gengar vernichtet das Team. Ein ultra-nicer Kampf. Ultra-nice. Hatte er noch was? Tandrak hatte er, glaube ich, noch, oder? Ich glaube, Tandrak hatte er noch. Und der Rest war, glaube ich, down. Ey, GG an beide Parteien. Also, Julians Team ist einfach nur Krebs. Kann man nicht anders sagen. Bah, defensiver Abschaum. Also, nichts gegen Julians Team. Es ist ja vollkommen legitim, so ein Team zu besitzen. Aber dagegen kämpfen will ich echt nicht. Habe ich schon mal dagegen gekämpft? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Uiuiui. Auf jeden Fall möchte ich das so ungern. Na gut, GG an beide Parteien. War ein super nicer Kampf. Habe ich bei 55 Runden nicht erwartet. Klar, nachher gab es dieses Chanera-Battle. Das war ein bisschen sehr lang gezogen. Aber ansonsten, GG an beide Parteien. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch den zweiten Kampf für heute an. Auch hier haben wir ein interessantes Duell. Und zwar zwischen dem Geist-Arena-Leiter Reghost mit interessanten Pokémon, die wir aber, glaube ich, alle schon kennen. Und er kämpft gegen Lukas, unseren Liebling, der einen Gengar dabei hat, einen Meistergriff, ein Latias, ein, wie heißt das gerade? Fällt mir nicht ein. Fällt mir gerade nicht ein, der Name. Ist komplett weg aus meinem Kopf. Felinara, falls ihr es noch nicht gesehen habt, und Simsala. Okay, okay, Boys and Girls, lasst uns mal reinstarten. Könnte ein interessantes Kämpfchen werden. Reghost, 4 Spiele, 3 Niederlagen, 1 Sieg nur. Und Lukas mit 5 Spielen. Diesmal der einzig wahre Lukas. Nicht Scyterix, sondern Lukas. Ja, mein kleiner Liebling hier an dieser Stelle. Der auch 5 Niederlagen aus 5 Spielen hat. Das heißt, beide nicht so erfolgreich bislang. Und Simsala kommt mit einem Spukball. Keine schlechte Wahl gegen Haruna, was das ziemlich gut tankt. Oh, und jetzt geht er auf Abgangsgrund und wird Simsala mit in den Tod reißen, nehme ich an, oder? Es kommt der Spukball und damit gehen beide Kandidaten down. Nur mit dem Unterschied, dass Haruna halt sogar noch einmal Stachel erlegen konnte. Hat Haruna so eine gute Spezialverteidigung vor Stetje? Ja? Okay. Oder ist Simsala einfach nur ziemlich schlecht trainiert? Also keine EVs, keine DVs. Das kann halt auch sein, ne? Wir haben ein weiteres Duell der Geister mit Gengar und Rotom. Gengar ist auf jeden Fall schneller und das Mega. Und mit einem Spukball könnte das jetzt mächtig Schaden reindrücken. Nicht wirklich, weil Rotom ja gar kein Geist-Pokémon ist. Und Lukas bedenkt das und greift mit einer Matschbombe an, die über die Hälfte abzieht. Und es war normal effektiv? Hä? Guck mal, es ist doch Nee, warte mal, das ist das Luftdings, ne? Ist gar nicht das Grasdings. Ah, okay. In Ordnung. Es ist das Luftdings. Na gut. Dann kommt jetzt Luftschnitt. Ich habe irgendwie die ganze Zeit an das Grasrotom gedacht. Eieiei, macht das viel Schaden. War ein Volltreffer. Okay, auch dieses Duell geht so ein bisschen mehr oder weniger unentschieden aus, würde ich sagen. Klar, Gengar steht noch, aber Gengar ist paralysiert und hat nicht mehr viele KP. Das heißt, Burtons Erbe wird dieses Gengar jetzt hier besiegen. Aber er ruft Gengar zurück. Weiß nicht, ob das so clever war. Keine Ahnung. Weil Gengar paralysiert eh nicht mehr so viel machen kann. Es sei denn, sein Felinara beherrscht die Vitalglocke. Und er kann Gengar damit zurück ins Spiel holen. Jetzt steht er auf jeden Fall einem anderen Mega-Gengar gegenüber, das Giftattacken beherrscht. Und da muss Lukas aufpassen. Es wird jetzt keine Giftattacke kommen, sondern der Spukball, genau. Den wird Felinara jetzt noch ganz gut resisten können. Aber die nachfolgende Matschbombe wird reichen. Und von daher opfert er hier lieber ein komplett fittes Felinara statt seinem unnützen Gengar, das aus dem Spiel genommen wurde. Okay, Meistergriff. Kann es Abschlag? Wenn ja, dann bringt es auch nicht so viel. Okay, er ruft auf jeden Fall, also Reghost ruft auf jeden Fall Gengar zurück. Er hat Angst vor irgendwas. Vor dem Erdbeben, natürlich, vor dem Erdbeben. Klare Sache. Nice. Ich vergesse das immer, dass Gengar in der Mega ja keine Schwebe hat. So, Trombok steht er jetzt gegenüber. Kongledor wird wieder zurückgerufen. Vielleicht wäre jetzt Gengar eine gute Idee. Godzilla kommt. Aber wie heißt es denn? Das fällt mir gerade nicht ein. Nee. Ich habe nicht mal. Es liegt mir nicht mal auf der Zunge oder so. Es ist einfach komplett raus aus meinem Gedächtnis. Da sieht man vielleicht, dass ich schon wieder etwas länger nicht aufgenommen habe, ne? Verbrennungen, ich glaube, greift es speziell an? Greift es physisch an?
Es geht auf einen Regentanz. Okay. Das ist interessant. Hat es Regengenuss oder sowas als Fähigkeit? Oder irgendeine regenfördernde Fähigkeit? Weiß ich nicht. Holzgeweih kommt und das macht viel zu viel Schaden dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Ich glaube, Lukas Pokémon sind echt schlecht trainiert. Du kannst da gerne was sagen. Oh, Hydration. Verhindert die Verbrennung. Und jetzt kommt die Erholung. Okay, Hydration ist natürlich ganz cool dann. Gerade wenn man gegen einen Trombor kämpft. Aber trotzdem macht es viel zu viel Schaden. Das Holzgeweih dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Egelsamen geht glücklicherweise daneben. Und Hydration. Oh, das ist eine nice Kombi gerade gewesen von Lukas. Er haut die Verbrennung weg. Dann setzt er Erholung ein und haut auch den Schlaf weg. Und jetzt kommt das Eisstrählchen, was gut Schaden macht. Holzgeweih leider Gottes auch viel zu viel, meines Erachtens. Vielleicht hat Godzilla auch eine mega schlechte Verteidigung, weiß ich nicht, aber ich hätte gedacht, dass es, klar, es ist speziell natürlich deutlich besser als physisch, meine ich, aber ich dachte, dass es zumindest viele KP oder sowas hat, aber danach sah es halt nicht aus. Okay, er steht jetzt einem Skelabra gegenüber bei Regen. Er könnte mit einem Erdbeben was machen. Okay, Skelabra wechselt wieder aus. Er wollte nur den Eisstrahl abfangen und jetzt kommt Apokalypse, was einen Drachenpuls abbekommt. Okay, warum hat er nicht gleich auf Apokalypse gewechselt? Wäre die bessere Entscheidung gewesen, oder? Damit hätte er Eisstrahl auch resisten können und hätte nicht zweimal wechseln müssen. Denke ich. Ja, ob es jetzt so viel Sinn macht? Ich glaube, Apokalypse konnte sich auch ohne Probleme heilen. Okay, er geht auf Verhöhner. Das heißt, Godzilla muss weiter angreifen. Ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so relevant, aber wenn er jetzt Godzilla weiter schwächt, kann es sich mit Erholung nicht mehr heilen. Und Lukas will das Risiko hier nicht weiter eingehen, ruft Godzilla daher zurück und dafür kommt Latias ins Rennen, was natürlich mit einer Elektroattacke gut klarkommen könnte und ein Siedewasser gut abfängt, trotz des Regens. Krass, ich hätte gedacht, es macht weniger Schaden, mehr Schaden wegen dem Regen, aber nein, Latias tankt das gut, kriegt aber die Verbrennung, was ein Problemchen sein kann. So, kommt jetzt der Donnerblitz und wenn ja, dann kommt wahrscheinlich auch ein Wechsel. Es kommt der Donnerblitz und es kommt kein Wechsel. Reicht das aus? Oh, fast. Fast. War ein Volltreffer. Okay, krass. Und von Sirenia kommt der Verhöhner. Okay. Okay. Das heißt, Latias wird jetzt einfach weiter auf einen Donnerblitz gehen. Oder vielleicht geht er sogar risky auf was anderes. Weil er Apokalypse ja... Naja... Ich weiß nicht, ob Rigos... Rigos hat er, glaube ich, kein Boden-Pokémon. Ich würde weiter auf den Donnerblitz gehen. Damit trifft er jedes Pokémon ganz gut eigentlich. Wenn er eine Psychokinese hat, wäre auch das eine Option gewesen. Aber er geht auf den Donnerblitz und haut damit Apokalypse raus. Ja, man hätte erwarten können, dass das vielleicht wieder ein einseitiger Kampf wird hier mit Lukas. Aber meines Erachtens hat er eventuell ein paar Nachteile. Aber der Kampf ist noch lange nicht entschieden. Es sieht nicht schlecht für beide Parteien aus. Jetzt kommt Burtons Erbe. So ein Mega-Gengar kann halt super vieles nochmal raushauen. Und dadurch stirbt jetzt auch Latias. Vielleicht hätte man hier jetzt rauswechseln können und das Gengar opfern können. Wäre meines Erachtens vielleicht sinnvoller gewesen, Latias noch in der Hinterhand zu haben. Jetzt kommt wieder Conkeldurr. Geht er wieder mit Mega-Gengar raus, ist die Frage. Er bleibt drin und geht auf den Spukball. Das wird wehtun. Das wird wehtun. Aber Conkeldurr überlebt, kommt mit einem Erdbeben durch. Und wenn das reicht, dann hat er das stärkste Pokémon von Rigost rausgehauen. Und er haut es raus. Klar, Conkeldurr musste leider Gottes auch ein bisschen was einstecken. Und er hat leider, jetzt vermisse ich sein Palim nicht mehr dabei, was es wieder hochheilen könnte. Ich glaube, ich werde mir auch irgendwann Meistergriff züchten. Und das dank dir, Lukas. Du hast mich auf den Meistergriff gebracht. Ich finde es ziemlich cool. Ich mag das sehr, sehr gerne. Na gut, es geht jetzt down. Ich weiß nicht mehr, wie viel hat er noch. Aber Gengar wäre vielleicht eine Option. Oder Godzilla. Ja klar, Godzilla ist jetzt auch eine gute Wahl. Vielleicht könnte er jetzt mit einem Wechsel rechnen auf Dings. Aber es kommt kein Wechsel. Okay, stattdessen kommt der Regentanz. Kommt jetzt von Trombok wieder ein Irrlicht. Wäre nicht so klug. Egelsamen. Okay, da wird Hydration, denke ich, nicht schützen. Wenn er... Er hat jetzt einmal die gratis Egelsamen rausbekommen. Ich würde spätestens jetzt wirklich auf Skelabra wechseln, denke ich. Wäre meines Erachtens eine gute Entscheidung von Regus. Macht er aber nicht. Kriegt einen Eisstrahl ab und das macht natürlich viel Schaden. Fjörgen geht auf eine Erholung. Okay. Damit zieht er den Kampf natürlich etwas noch in die Länge. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Vielleicht gibt es auch gar keine richtige Entscheidung. Aber stimmt, er hat die Prunusbeere. Ja gut, dann ist es egal. Dann kann er den Kampf hier noch gut in die Länge ziehen. Und das könnte er jetzt eigentlich beliebig weitermachen. Sofern seine reiche Ernte ihm hier
was bringen. Wir haben zwei Erholungs-Pokémon, die sich gegenüberstehen. Und beide können sich so ziemlich instant heilen. Also Fjörgen gerade noch nicht, aber bald. Bald, wenn die nächste Punusbeere zurückkommt. Und das wird sie ziemlich sicher bald tun. Wobei, bei Regen könnte die Wahrscheinlichkeit sogar vermindert sein. Fuck, ich hab den Schrift schon wieder runtergeworfen, Leute. Fuck it! Bei Regen könnte die Chance vermindert sein, weil sie bei Sonne, glaube ich, 100% ist. Das heißt, bei Regen könnte ein gegenteiliger Effekt sein. Aber er bekommt sie auf jeden Fall gerade wieder. Das heißt, er hat wieder eine Free-Erholung im Prinzip. Und die setzt er hier auch schamlos ein und wird halt auch wieder wach. Ich denke, dieser Kampf zwischen den beiden Personen, zwischen den beiden Kandidaten hier, könnte sich noch etwas ziehen. Aber ich glaube, der Ausgang sieht eher für Fjörgen gut aus. Selbst mit einem Volltreffer kann Godzilla hier nicht so viel reißen. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo Godzilla Erholung einsetzt und einsetzen muss und genau da der Regen nachlässt. Das ist meine Vermutung und das wird nämlich genau jetzt eintreten. Jetzt muss Godzilla auf die Erholung gehen. Das ist Pflicht. Und der Regen wird jetzt aufhören, oder? Vermute ich. Oh, es stirbt sogar fast. Das war knapp. So, hört der Regen jetzt auf? Hört der Regen jetzt auf, meine Freunde? Nein, hört er nicht. Er kann noch einmal Erholung einsetzen und damit sich auch noch einmal von seinem Statusproblem, dem Schlaf, heilen. Dennoch, Jörgen ist hier an dieser Stelle unbesiegbar, trotz Eisstrahl. Eine gute Kombination, die sich Regos da ausgedacht hat, mit der Punusbeere, mit der Erholung und dem Holzgeweih und dem Irrlicht, auch wenn ihm das Irrlicht hier gegen Godzilla halt überhaupt nichts bringt gerade. Aber was soll's. Der Regen wird jetzt bald nachlassen und ich denke, das wird die Entscheidung in diesem Kampf herbeiführen. Nehme ich mal an. Und das wird dann, glaube ich, auch die Entscheidung für diesen gesamten Kampf sein. Wenn jetzt nicht ein Freeze noch kommt oder sowas, den er durchaus schon mal hätte bekommen können. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10% oder so. Und er hat jetzt schon durchaus so einige Eisstrahlen auf Fjörgen gefeuert. Das heißt, Freezen wäre da gar nicht so schlecht. Er kann Fjörgen jetzt raushauen, oder? Er muss jetzt, jetzt auf den Eisstrahl zu gehen, wäre halt super riskant. Und es reicht, glaube ich, auch nicht aus, ne? Aber mit dem Volltreffer hätte er ihn bekommen können. Und vielleicht auch der Regen an. Es fehlt wahrscheinlich Dings, oder? Ein Nassbrocken oder so, um den Regen tatsächlich hier hinaus zu zögern. Ja, ich glaube, bei diesem Kampf wird nichts mehr passieren. Ich glaube, Godzilla ist das letzte Pokémon. Ich glaube, Godzilla wird jetzt gleich sterben. Vor allem dürfte Eisstrahl auch sich langsam dem Ende zu neigen und die Edelsamen bleiben halt einfach. Er hätte höchstwahrscheinlich schon längst ausgewechselt, wenn er noch eine Option gehabt hätte, um diesen Edelsamen entkommen zu können. Von daher, lasst gerne schon mal eine positive Bewertung da, wenn euch der Kampf gefallen hat. Also dieser Kampf und der davor, einer von beiden vielleicht, wenn ihr den Part auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam fandet. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ich werde in Zukunft Kämpfe, die uninteressant sind, wahrscheinlich komplett rauslassen. Aber ich fand beide Kämpfe jetzt ziemlich interessant, ziemlich cool. Gerade der erste war super und hier vom zweiten war halt auch der gesamte Kampf ziemlich geil, bis zum Ende, bis zu diesem Erholungsbattle hier. Aber, ja, Godzilla wacht nicht mehr auf und dadurch ist der Kampf entschieden. Und, stimmt, ein Pokémon hat er natürlich noch und das ist das Gengar, das paralysiert ist. Boah, ich weiß gar nicht, kriegt Trombok das mit einem Holzgeweih down? Ja, gut, dank den Stachlern jetzt vielleicht schon. Er setzt aber Egelsamen ein. Dadurch ist das Schicksal von Gengar so oder so besiegelt. Von daher, GG an beide Parteien. Für Lukas hat es leider wieder nicht gereicht. Für Regos gibt es den zweiten Sieg. Und für euch gibt es morgen einen weiteren Part. Und ich hoffe, für mich gibt es eine Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss, GG an euch beide. Bye, bye.